Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. So, bin mal wieder allein am Server und auch allein im TS, aber könnte sein, dass vielleicht gleich noch der Matze oder der Potti nachjoint. Weiß ich noch nicht, aber naja, mal schauen. So, was ist jetzt seit der letzten Aufnahme passiert? Ich war nochmal so ein bisschen im Nether und habe eine Netherfestung gefunden. Okay, gefunden, das heißt, die war direkt nebenan und habe da so ein bisschen was zusammenbekommen. Unter anderem auch endlich mal ein paar Bracewords. Habe ich mir auch die Brace Seeds gemacht. Mittlerweile habe ich auch schon so ein paar Dias und Enderperlen zusammenbekommen durch die Magical Crops. Und man sieht schon so ein kleines bisschen. Ich habe das Feld wie versprochen abgerissen, hier einen ordentlichen Weg hingemacht und blub. Habe ich nochmal hier so einen kleinen Klotzen gebaut. So. Was habe ich jetzt hier gemacht? Also, ich habe quasi so eine Etage, habe ich für jeden Seed bisher gemacht, zwar noch nicht für alle, das sind auch die, die übrig sind. Und da werden auch noch generell so ein paar dazukommen, aber es ist schon mal was. Wie man hier sieht, habe ich hier die Dias angepflanzt und da ist schon einiges zusammengekommen. Dann habe ich hier so einen Elevator, in dem ich nach oben gehen kann. Dann habe ich hier eine der, ich glaube hier sogar die einzigste Etage, wo sich noch was geteilt wird, weil ich finde, das gehört einfach zusammen. Nämlich habe ich hier die Blaze Seeds und die Ender Seeds zusammengepackt. Und ich weiß wieso, aber ich finde, die gehören einfach zusammen, weil wegen Enderauge und so. Dann haben wir hier auf der Etage Kohle. Da ist schon richtig viel zusammengekommen. Was haben wir dann noch hier? Hier haben wir Eisen. Da haben wir jetzt endlich mal auch so weit gekommen, dass sich das komplett auf ein Feld ausgeweitet hat und sogar ein paar Seeds über sind. Dann kommen wir zur... Ja, das muss ich noch zubauen, das hat sich heute erst ergeben. Der Etage, ja, hier ist noch nicht so komplett voll. Hier habe ich einen Zinn angepflanzt. So, dann sind ich mir auch erstmal hier die Elevator ausgegangen, aber nicht wegen der Enderperle, sondern wegen der Wolle. So, hier ist ein ganzes Feld mit Essence Dust, was man auch noch ziemlich gut machen könnte, weil ich ja auch noch so einiges damit vorhabe. Und dann kommen wir bisher zu der letzten Etage. Kann man vielleicht schon erkennen, hier sind die Essence of the Cow, also die Co-Seeds drin. So, was haben wir heute vor? Wir springen jetzt erstmal hier ins Wasser. Alter, findet aber knapp. So, ich habe dann hier noch so ein bisschen mit Carpenter's Blocks gearbeitet. Die Carpenter's Collapses Blocks. Ich weiß nicht genau, was ich hier für einen Weg reinmachen soll. Ich bin mir echt noch unsicher. Vielleicht lasse ich das auch einfach als Holz, aber naja. So. Nachdem wir ja jetzt so schon einiges an Ressourcen soweit haben, würde ich sagen, gehen wir langsam zur dunklen Magie hinüber. Naja, also wie gesagt, ich würde gerne heute mal ein bisschen mit, oder eher gesagt, so langsam mal mit Magie anfangen. Und zwar würde ich gern auf den Mod, wo haben wir ihn? Da ist er, Blood Magic gehen. Blood Magic hatte ich ja schon mal soweit erklärt, ist ein Mod, der auf Blut, Lebensessenz geht. Und dafür habe ich halt hier die Monsterfarm gemacht. Also diese kleine 3 Spawner mittlerweile. Ich war mal in einen dieser Wooklake Dungeons, die ja so gefürchtet sind, und habe hier nochmal so einen Skelett Spawner geholt. Da habe ich einen Hexen, einen Zombie und einen Skelett Spawner. Und wenn die Fackeln dann hier weg sind, kommen die dann hier alle an und ich könnte dann hier schlachten. Aber damit das passiert, würde ich gern vorher noch so ein kleines Sortierungssystem machen. Und wie ich das machen würde, das würde ich gern über einen anderen Mod lösen. Und zwar über BC. Ja, jetzt muss ich noch finden. Ich glaube, das ist ja BC Transport. Wer jetzt nicht weiß, was BC Transport ist, es ist das alte Buildcraft. Wer jetzt nicht weiß, was Buildcraft ist, es ist ein Mod, der halt sehr viel mit Transportieren und so weiter ausgelegt ist. Und naja. So, ich würde sagen, ich könnte dann schon mal hier so ein bisschen ausfüllen. Und zwar kommt das ja hier alles an. Dann machen wir hier so einen Weg hier rüber. Ja, oh, so noch ein bisschen Osmium. Und dann machen wir mal hier so einen Weg hoch. Und das sollte jetzt natürlich eins zu, oder sogar schon zwei zu weit sein.
Obwohl, ich könnte das auch hier hin machen. Ja, ich glaube, ich mache das hier hin. So, und zwar, was würde ich hier hin machen? Wie ich schon gesagt habe, ich würde gerne mit BC Transport dabei arbeiten. Und dafür nehmen wir jetzt mal das hier alles mit. Und fangen mal mit BC Transport an. Und zwar würde ich gerne es so machen, wenn ich die Monster dann opfer, die da ankommen. Wie das geht, kommt noch. Müssen die ja irgendwann auch so ein bisschen was droppen. Ist ja klar. Und das würde ich dann über sogenannte Obsidian-Pipes auffangen. Das sind diese hier. Was machen die Obsidian-Pipes? Nehmen wir mal den Counter-Zimmer. Ja, das ist ja... Wie ihr vielleicht habt gesehen, es wird eingesaugt. Wird hier aufgefangen und weitergegeben. Konnte man jetzt halt ein bisschen sehr blöd sehen, bin ich ehrlich. Dann hat man ja noch hier so ein paar Golden Transport Pipes, davon würde ich gerne nochmal ein paar machen. Ich glaube 24 sollten jetzt reichen. Und den Rest machen wir dann erstmal später. Das sollte es aber schon so weit gewesen sein. Und zwar brauchen wir von hier Gold Pipes, die dann hier so entlang gehen. Sieht das auch? Ja, das sind Transport Pipes. Okay. Die sind wahrscheinlich im Texture Pack, weil normalerweise gibt es dann noch Golden Fluid Pipes und die haben dann so eine Umrandung innen drin und das sieht jetzt ganz stark danach aus, fand ich. So, hätte sogar gereicht. Nein. Gut, dann nehmen wir den Marble wieder, klatschen den da drauf und einmal nochmal hier das Förderband wieder drauf. So. Dann. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, das könnte wichtig sein, oder? Ich bin echt ein Profi, das war keine Nachricht. Bei mir wurde jemand gebohrt. Also sollte man vielleicht heute mal was bei mir hören, bitte ich das Ganze zu entschuldigen. Bei mir ziehen momentan neue Leute ein. Und naja, da ich keine Folgen mehr habe und ihr ja auch gerne weiterschauen wollt, habe ich gedacht, ich muss aufnehmen. So. Packen wir die Kobelzen wieder hier hin und da. Und dann. Fängt schon gut an. Machen wir jetzt ein paar Türchen. Und zwar wollte ich damit ein paar anderen Ton arbeiten. Natürlich mal wieder die Better Chests. Sondern wollte ich damit Iron Chests arbeiten, also dem Mod. Was jetzt das ist, ich glaube, das sollte soweit bekannt sein. Einfach so hat man hier eine Eisentruhe und das kann man halt upgraden bis zu Obsidian oder Crystal Chests. Bei den Crystal Chests gibt es leider aber ein Problem. Und zwar, die Crystal Chests, wie ich schon sagen, sind aus Kristall und man kann den Inhalt sehen. So, was ist jetzt aber das Problem? Ganz einfach, die laggen. Deswegen machen wir das jetzt so, wir machen hier Diamantton und dann nochmal Obsidian da außen rum. Dann haben wir eine Obsidian Chest. Was eine Obsidian Chest ist, ganz einfach, das ist eine explosionssichere Truhe. Was glaube ich bei so einer Monster Farm schon relativ wichtig sein sollte. Und so professionell wie ich war, habe ich natürlich nicht auf die Zeit geachtet, wann ich angefangen habe. So, wenn man jetzt hier mal reinschaut, da passt schon einiges rein. Also das sollte dann noch erstmal reißen, das mache ich da oben nochmal später schöner. Generell den Raum will ich noch schöner machen. So, nächstes Problem, was mir aufgefallen ist. Ja, Zombies und Skelette und so weiter. Ja, alles schön und gut, aber es gibt ja auch die Mini-Zombies, die sind in einem Block groß. Wenn wir schnell die ernten, was mache ich mit denen, die kommen hier durch. Da wollte ich dann... Moment. Entschuldigung, da musste ich mal ganz kurz husten. Da wollte ich dann halt einen Zaun machen.
Am besten dann so einen Cobblestone-Zaun, der da auch ein bisschen reinpasst. So. Cobblestone Wall. Das sollte dann eigentlich schon reichen. So, 1, 2, 3. Und wie man sieht, man kommt nicht mehr rein, weil es ein Block zu hoch ist. So, ich unterbreche es nochmal ganz kurz, weil ich wissen will, wie lange ich aufnehme. Also, bis gleich. So, 10 Minuten sind bisher vergangen, also haben noch ein bisschen Zeit. So, damit die Monsterfarm aber auch noch ein bisschen schaltbar ist, würde ich es jetzt erstmal nennen, wollte ich auch nochmal was anderes machen. Und zwar wollte ich innen drin Inverted Lampsen. Ja, nicht Inverted Lamps aus, Komma Strich, sondern hier diese Inverted Lamps. Da wollte ich gerne diese Light Blue haben. Warum Light Blue und nicht Weiß oder so? Blau ist meine Lieblingsfarbe. Und so ein dunkles, finde ich, passt da nicht rein. Also brauchen wir Inverted Lamps. Light Blue. So, was braucht man dafür? Wir brauchen Glass Pane, eine Redstone Torch und Light Blue Illumar. Was ist das? Das sind zwei Glowstone mit Light Blue Color. Ja. Da nehmen wir am besten hier das normale, können wir über Magical Corpse machen oder halt über blaue Farbe und weiße Farbe. Also im Klartext, ein Lapis und ein Bone Meal sind zwei Light Blue. Gut, haben wir noch Glas? Nee, habe ich eben aufgebraucht. Dann nehmen wir uns hier mal sonst der Kobbel raus, gehen nach oben. Jetzt habe ich noch wieder einen, was ich auch noch gemacht habe nach der letzten Aufnahme. Ich habe hier mal so eine Leadstone Energy Cell noch reingeklatscht, damit ich noch ein bisschen Energie speichern kann. Und ich schmeiß dann den mal da rein. Und ja, das ist noch genug drin. Gut, gut. Mach mal erstmal 6 Stück. Ich könnte ja nochmal. Was ist denn das jetzt am Haken gewesen? Dann kann ich mich ja nochmal gerade in der Zeit schlafen legen. So, habe ich dann eine Kartoffel? Jawohl. Nom 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 nom. Oh, lecker, lecker. Schlapperlapper. So, das sollte dann jetzt auch erstmal ein Glas schon mal für den Anfang reichen. Ich lasse dann nochmal so ein bisschen durchlaufen. Den tue ich mal da rein. So, 6 Stück. Und mir fällt gerade auf, dass das auf jeden Fall nicht reichen wird. Weil wir ja auch noch hier das Dingens machen wollten. Hier dieses Ilum, die Inverted Lamps. Boah, heute habe ich jetzt echt wieder mit der Sprache. Ist unglaublich. Nehmen wir das Jacaranda-Wort, das kann auch nochmal weg. Ich schätze mal, da werden. Das wird auf jeden Fall reichen. Eigentlich reichen schon 4 Stück. So. Jetzt brauche ich nochmal ein bisschen Glowstone. Jetzt muss ich überlegen. Ich brauche 2 Stück für 1. Ich will 4 machen. Also. Sind schon mal 10. Ich schätze mal, das wird jetzt reichen. Wird natürlich eh nicht reichen, weil. Naja, ich hab's verrechnet, also kann das nur in die Hose gehen. Okay. Bone Meal. Lapis und Glowstone. Wir aber auch wollen hier noch das Light Blue machen, habe ich natürlich dran gedacht. Und 10 davon. So. Haben wir schon mal 2. Und erstaunlicherweise reicht das doch schon an Glowstone. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich bin nicht der beste Mathe-Profi, wie man merkt. Die könnten wir ja schon mal da reinsetzen. Was ist das Besondere an denen? Die leuchten und brauchen kein Signal. So, dann
Lass ich mal gucken, das ist hier und dann gehe ich hier so rein. So, wo sind wir hier? Da kann hier einmal einer rein. Ja. Oder ich würde echt lieber noch einen Block näher daran haben. Alter, hab ich mich grad erschrocken. Puh. Alter Finne, hab ich mich erschrocken. Das war ein Schrecken gerade. Ich schätze mal, dass hier gleich wieder die nächste spawnen wird. So. Hab da wenigstens mal wieder was zum Lachen gehabt. Solch erschreckt sich vor einer Hexe. So. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wieder eine Hexenhand, das ist sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen sicherer bauen, so geht das ja nicht weiter. Aber die Folge neigt sich auch langsam schon dem Ende zu. Alter, wie viele Hexenende wir schon haben. So, das Whetstone kann auch weg. Und, ah ja, das Glas hat ja noch gefehlt. Nehmen wir das raus, das auch. Dann kann... Hallo! Hallo, Zigorin! Hallo, Dosch! Finde ich ja sehr schön, dass du noch in der Aufnahme bist in den letzten Minuten. Ja, du hast, ne? Du hast die beste Stelle... Abschieden? Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Zuschauer. Und denkt daran, abonnieren ist gratis und schmeckt gut. Eigentlich wollte ich noch 2 Minütchen machen. Aber okay, dann war das jetzt schon das Ende der Folge. Bis dahin, tschüss! Ja.